Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir wollen jetzt hier mal rein mit der guten Dame hier reden. Francesca. Hast du Also, dich verlaufen, Kindchen? was für Kindchen? Ich arbeite für Rio und mir wurde gesagt, dass ich hier rein darf. Seh mich nur um, ich dachte, ich wäre erwachsen. Ich habe nicht vor, etwas zu stehlen, falls du dir darüber Sorgen machst. Genau das würde ein Dieb sagen. Als mein Mann und ich den Laden aufgemacht haben, war ich richtig optimistisch. Aber alle außer den Stammkunden bringen inzwischen nur Ärger. Ja, ich werde hier keinen Ärger machen. So, wenn du keinen Ärger magst, dann machen Neo Atlantis oder Cydonia einladen. Was verkaufst du hier? Snacks, Getränke, dies und das. Was man in solchen Läden eben bekommt. Wir dachten, wenn die Leute aus der Astral Lounge nach Hause gehen, kaufen sie unterwegs noch was bei uns. Aber irgendwie sind nur die örtlichen Gangs gekommen. Ich verstehe schon, heutzutage ist es schwer, anderen zu vertrauen. Dann verstehen wir uns ja offensichtlich. So, ich arbeite aber für Ryujin. Mir wurde gesagt, dass ich hier rein darf. Oh, du kriegst die Sonderbehandlung. Muss ich Ich mir Sorgen wusste doch, machen? dass du irgendwelchen Ärger machst. Da drin gilt eine Regel. Solltest du dir also leicht merken können. Wenn sie dich beim Schnüffeln auf Ebene 3 erwischen, ist die Jagdsaison eröffnet. Ich habe die Befürchtung, ich muss nach Ebene. Du kannst nur hoffen, dass die Person, die ich suche, nicht auf Ebene 3 ist. Keine Sorge, sie hat da auch keinen Zutritt. Okay. Fürs Protokoll, ich gewähre dir nur Zugang, weil ich es muss. Die junge Dame, die du suchst, hat sich in einem Zimmer fast direkt geradeaus verschanzt. Behalte einfach das Ziel im Auge. Je weniger du das als Tag der offenen Tür ansiehst, desto besser. Okay, finde Imogen im Versteck des Seokaga-Syndikats. Okay, gehen wir mal rein. Ich hoffe, die machen mir jetzt keinen Ärger und dass ich denen auch keinen Ärger machen muss. Dass wir das friedlich geregelt kriegen. Kann ich mit ihm reden? Ihr? Beim ersten Unfug bist du tot. Was? Kindern wird nichts verkauft, sie werden nicht bestohlen und keine Gewalt gegen sie, falls sie mal in unser Revier stolpern. Noch nie daran gedacht, dass jemand sie absichtlich zum Spionieren herschicken könnte? Du weißt schon, dass es Leute gibt, die uns mit allen Mitteln zu Fall bringen wollen. Wie sollen wir darauf reagieren? Denkst du, wir werden damit nicht fertig? Willst du wirklich diese Art von Gewalt in der Organisation? Na gut. Und wenn wir das Thema einfach ansprechen, damit die Bosse das klären? Mann, was ist bloß mit dir los? Grund 2. Ist kein Stehlen. Zeitschrift gefunden. Also hier nur geradeaus. Syndikat Kingpin. Schmuggler. Hallo. Ich habe hier. Ist kein Wie das Stehlen. Tageslicht wohl aussieht. Angeblich kann man von dem Scheiß Kein blind werden. Sperenzchen. Okay, hier schon stehlen. Okay. Und die Treppe hoch. Syndikatsmitglied. Ich mache mir schon Sorgen. Hinterzimmer. Hier darf ich hin. Mir war klar, dass unsere Wege sich irgendwann kreuzen. Ich wusste, ich bin nicht sicher, aber ich hätte nie gedacht, dass jemand am ganzen Syndikat vorbeikommt. So, stell Imogen zur Rede. Ich dachte mir schon fast, dass sie dich schicken. Du bist jetzt ganz schön in Erklärungsnot. Sieht ziemlich verdächtig aus, wenn du dich hier versteckst. Was zur Hölle ist hier los? Arbeitest du wirklich für Infinity Ltd.?
Woher wusstest du überhaupt von der Untersuchung? Wenn man lang genug in der Branche ist, hat man genug Gefallen und Connections gesammelt, dass man vorgewarnt wird. Nyx war mir etwas schuldig und hat mich gewarnt. Was zur Hölle ist hier los? Aber so wirklich für ein Film? Ja und nein. Aber hauptsächlich nein. Hör einfach zu. So. Okay, du bist aber ziemlich in Erklärungsnot. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Aber ich hatte keine Wahl. Olaru hat mich reingelegt. Ja, ich habe als Doppelagentin gearbeitet. Aber nur, weil sie es mir befohlen hat. Es ging um Täuschung, nicht um Profit. Und das Dominion-Projekt ist weit über meiner Gehaltsklasse. Ich könnte es nie liefern. Nicht absichtlich. Nicht absichtlich? Was willst du mir dann? Wieso sollte ich dir auch nur ein Wort glauben? Du denkst, Ulara steckt dahinter? Natürlich. Aber zuerst musst du verstehen, dass sie mich ohne mein Wissen beteiligt hat, damit ich am Ende als Sündenbock dastehe. Deswegen habe ich gesagt, ich hätte das unmöglich absichtlich tun können. Und wieso sollte ich dir auch nur ein Wort glauben? Ich habe kein Motiv. Erstens will ich mein Leben nicht rebooten. Zweitens will ich nicht mein Leben lang über meine Schulter blicken, weil ich von immer neuen Agents gejagt werde. Nicht absichtlich. Was willst du mir damit sagen? Ich weiß überhaupt nur vom Dominion-Projekt, weil ich wissen wollte, was ich angeblich geleakt habe. Aber die Technologie ist gefährlich. Ein interner Neuroamp, mit dem man andere Menschen kontrollieren kann? Wenn die Beweise auf mich deuten, dann weil Olaru mich damit reingelegt hat. Das ist doch perfekt, um jemandem etwas anzuhängen. Man lässt jemanden durch Gedankenkontrolle die Tat wirklich ausführen. Würde aber auch perfekt verschleiern, was du gemacht hast. Das klingt lächerlich, die Gedankenkontrolle. Und was für ein Motiv sollte Olaru haben? Macht, natürlich. Unternehmen behaupten ihren Erfolg mit allen verfügbaren Mitteln. Aber vor manchen Maßnahmen schreckt Masako zurück. Ist dir aufgefallen, dass keiner deiner Aufträge direkt einen Mord beinhaltet hat? Solche Maßnahmen ergreift Masako nur, wenn es unbedingt nötig ist. Olaru sieht das als Zeichen der Schwäche, das behoben werden muss. Und warum sollte Olaru dich reinnehmen? Weil sie weiß, dass ich das glaubwürdigste Ziel bin. Ich bin die Einzige bei Ryujin, die auch nur ansatzweise in der Lage wäre, so etwas durchzuziehen. Würde aber auch perfekt verschleiern, was du gemacht hast. Wenn du Beweise willst, die habe ich. Olaru ist gut genug, um das durchzuziehen, aber sie sitzt auch seit Jahren hinter einem Schreibtisch. Sie würde was vermissen. Auf dieser Slate sind alle Beweise gegen sie. Du musst sie nur dorthin bringen. Anders kann ich meine Unschuld nicht beweisen. Ich kümmere mich darum, dass Dalton das neue Beweismaterial kriegt. Dalton hat mir befohlen, dich zu holen. Beweise hin oder her. Du kommst mit mir mit. Und wieso soll dieses Beweismaterial glaubwürdiger sein als die Daten, die Nyx geliefert hat? Nyx Vertrag beschränkt seine Ermittlungen auf Olarus Computer und ihre Netzwerkaktivitäten. Ich habe mich hineingehackt und konnte gelöschte Beweise wiederherstellen, dass sie auf den Dominion-Prototypen zugegriffen hat. Das externe Unternehmen, das Dalton für seine Sicherheitsdirektive Täter einsetzt, bemerkt das sicher nicht mal. Dalton hat mir befohlen, dich zu holen. Beweise hin oder her. Du kommst mit mir mit. Ich würde das sagen. Das geht nicht. Sobald ich das Gebäude betrete, sperrt Dalton mich ein und Olaru ist in Alarmbereitschaft. Ich habe den Befehl, dich zu töten, falls du nicht freiwillig mitkommst. Wenn du unschuldig bist, warum machst du dir dann Sorgen? Du bist sowas von naiv, was Unternehmenskultur angeht. Ein bisschen, sobald ich wieder bei Ryujin bin, wird Olaru gründlich aufräumen wollen. Meine Optionen sind also du hier oder sie dort. Und deswegen hoffe ich, dass du die Slate mit den Beweisen zu Dalton bringst. Ich habe den Befehl, dich zu töten, falls du nicht freiwillig mitkommst. Natürlich. Pass auf, wenn du einfach nur diese Slate zu Dalton bringst, versteht er es sicher. Aber wenn ich mitkomme, ist alles ruiniert. Es ist deine Entscheidung. Willst du die Wahrheit oder nur Agent des Monats werden? Ja, gut, dann bringen wir die Slate. Das hatte ich gehofft. Ich bleibe aber im Untergrund, bis ich höre, dass die Luft rein ist. Solange Olaru noch glaubt, dass ich auf der Flucht bin, glaubt sie auch, dass ihr Plan funktioniert. Und ich weiß, dass du das im Büro nicht oft hörst, aber danke. Okay. Das ist aber auch wieder eine ein bisschen spannendere Quest.
So mit Intrigen und alles? Optional Ularu stellen würde ich jetzt mal lieber nicht machen. Ich gehe direkt zu Dalton damit. So. Und Tschüssikowski. Okay, gut. Wir gehen. Da lang. Wir gehen da lang. Ey, die Orientierung hier ist aber auch echt beschissen, kann man sagen. So. Auf zu Rio. Ich hoffe, ich kriege jetzt aber auch endlich mal diese diese Outfit, was ich hoffe, ich kriege diese Outfits, die die hier haben von Rio. Diese Chefetagen-Outfits. Hat er die mittlerweile? Solche Neuro-Ems. Interesse an Neuro-Ems. Hier. Das ist zwar Chefetage. Management. Leider hat er es immer noch nicht. Bis dann. Mann! So, Manager Bonus. Waren wir eigentlich schon in jeder Etage von hier? Von Riogen? Ich weiß es nicht. Optional spricht mit Yuko. Oh, wer kommt denn da? Also, was hast du herausgefunden? Das geht dich gar nichts an. Imogen behauptet, dass Ularu ihr anhängen will, der Maulwurf zu sein. Du musst Dalton um meinen Bericht bitten. Was sind dir die Informationen wert? Hast du mich nicht ausspionieren lassen, um es selbst rauszufinden? Im Syndikat? Da kommt niemand rein. Und wir beide wissen, warum das so ist. Imogen wusste genau, was sie tat, als sie dorthin ging. Mhm. Du musst Dalton um meinen Bericht bitten. Ich dachte mir, dass du das sagst. Viel Spaß mit Dalton. Früher oder später kriege ich das sowieso alles mit. Okay. So. Da ist Dalton und da oben ist Ularu. Boah, diese Stille gefällt mir gar nicht. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Ich habe dich im Blick. So, Dalton. Ah, wieder da. Und Imogen? Ich habe Imogen gefunden. Sie behauptet, reingelegt worden zu sein. Imogen meinte, es wäre ihr zu gefährlich, wieder zurückzukommen. Ularu hat euch alle reingelegt. Imogen ist unschuldig. Der Mauer ist entweder Imogen oder Ularu. Unser Vertrauen in Imogen ist definitiv kompromittiert. Es wäre einiges nötig, um sie wieder einzugliedern. Aber jetzt ist Ularu vielleicht involviert? Das verkompliziert alles. Slate Game Imogen hat das hier zusammengestellt, aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer. Dieses Slate könnte Imogens Unschuld beweisen. Hier immerhin bin ich nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Die gute Nachricht ist, ich habe das hier. Hast du bedacht, dass der Maulwurf Imogen mit Hilfe des Dominion-Projekts verleumden könnte? Natürlich. Wir haben die Überwachungsvideos und die Daten der Zugangskarten analysiert und nichts gefunden. Das Projekt selbst ist ein gewaltiges Sicherheitsrisiko. Aber unsere Entwicklungschefin, Vina Kalra, arbeitet daran, die Risiken zu minimieren. Imogen hat das hier zusammengestellt, aber ich lege meine Hand dafür nicht. Diese Beweise verkomplizieren die Lage, wenn sie auf Ularu hindeuten. Ich werde eine Weile brauchen, um sie zu überprüfen. Wir brauchen absolute Gewissheit, bevor wir Anschuldigungen machen. Dir ist klar, dass Imogen längst weg ist, wenn sie dich angelogen hat. Ich darf nun damit anfangen, einen Bericht zu schreiben, um das alles zusammenzufassen. Und bis dahin hat Masako deine Anwesenheit in der F&E-Abteilung erbeten. Du sollst in Vina Kalras Büro kommen. Ich mache mich so schnell wie möglich auf den Weg. Gut, dann überlasse ich dir die ganze Maulwurfsache. Hast du eine Ahnung, warum Masako mit mir reden will?
Wie komme ich zu Wienes Büro in der F&E-Abteilung? Kannst du mir irgendwas über Wiener Kalra sagen? Wer ist denn das? Wiener Wort? Leitet die Abteilung für Forschung und Entwicklung. Sie hat das Dominion-Projekt gestartet und wird oft als Protégé von Ray Dakaris gesehen, Ryujins Mitgründerin. Gut, dann überlasse ich dir die ganze Mauer-Sache. Nicht, dass es mir Spaß macht, aber diese Berichte erstelle ich grundsätzlich immer selbst. Die Schuldigen. Abgeschlossen, okay. Ah, ich habe vergessen, auf Steam das Ding hier wieder wegzumachen. Wenn der Deal platzt, war es das mit meiner Karriere. Okay, dann gehen wir mal runter. So, mit Wiener reden. Lustigen Namen. Forschung und Entwicklung. Boah, es wäre mega, wenn ich Chef von Ryujin werden könnte. Mach hier keinen Ärger. Hallo, ich bin hier bald Chef? Ich brauche das Rutizid, um den Neuro-M fertigzustellen. Keine Sorge, wir gehen der Sache nach und finden die Lieferung. Gut, du bist da. Ja. Wir brauchen einen Plan, um die Kontrolle über diese Situation mit Infinity LTD zu übernehmen. Sagen wir, was zu tun ist. Ich bin zu allem bereit. Das kommt noch. Wir wissen nicht, ob Infinity die Neuro-Amp-Baupläne schon kennt. Wir müssen also zuerst einmal unser Produkt fertigstellen. Ich stelle dich Wiener Kalra vor, unserem Head of Research and Development. Sie weiht dich in die Details ein. Ja, Details. Der interne Neuro-Amp soll nämlich aus zwei Teilen bestehen. Der erste, von Infinity gestohlene Teil, ist für die manipulativen Effekte zuständig. Der zweite Teil ist eine Schildmodifikation, die den Nutzer vor anderen Neuro-Amp-Nutzern beschützt. Hm, ziemlich clever, die getrennt zu vermarkten. Wäre unsinnig, nicht gleich alles zu verkaufen. Infinity hat sich das wichtigste Teil entgehen lassen. Es wäre ein massiver Vorteil, die Schildmod exklusiv für uns zurückzuhalten. Hm, wie kannst du sicher sein, dass der Maulwurf nicht auch Infos über die Schildmod gestohlen hat? Tja, das können wir nicht. Aber der Schildaspekt war nie offiziell Teil des Dominion-Projekts. Das kam erst als nachträgliche Überlegung, wie wir verhindern, selbst manipuliert zu werden. Daher wird er als separate Mod entwickelt. Die Forschung stand noch am Anfang. Zu früh für eine Freigabe durch den Vorstand. Daher wissen nur ich, DeMarcus und Masako davon. Mhm. Es wäre ein massiver Vorteil, die Schildmod exklusiv für uns zurückzuhalten. Und wie? Wir wären als Einzige sicher. Man will sich ja vor dem eigenen Produkt schützen. Sobald Wiener den internen Neuro-Amp und die Schildmod fertigstellt, wirst du mit beidem ausgerüstet und infiltrierst Infinity LTD. Wir dürfen den Einsatz nicht riskieren, bis dein Verstand ausreichend geschützt ist. Hm, wird Zeit, dass wir diese neue Technologie ausprobieren. Keine Chance, ich mag mein Hirn so, wie es ist. Na gut, wenn es sein muss, werde ich mich der Prozedur unterziehen. Du gehst einfach davon aus, dass ich bereit bin, das Versuchskaninchen zu spielen. Du vertraust mir diese Technologie an? Du arbeitest für Ryujin und hast eine Aufgabe. Wir haben dir bisher vertraut, also können wir das wohl auch weiterhin tun. Und du gehst einfach davon aus, dass ich bereit bin, das Versuchskaninchen zu spielen? Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie für den Erfolg von Ryujin alles tun. Du musst das als Chance sehen, nicht als Risiko. Und bei Wiener bist du in guten Händen. Na gut, wenn es sein muss. Gut, das wollte ich hören. Und ich brauche nur das letzte Puzzleteil. Das letzte Problem bei beiden Designs war die Suche nach kompatiblen Leitmaterialien, die der menschliche Körper nicht abstößt. Ich habe endlich die perfekte Legierung, brauche dazu aber ein neu entdecktes, raffiniertes Element namens Rutizid. Die letzte angekündigte Lieferung ist nie bei uns eingetroffen und die Station antwortet nicht auf unsere Nachfragen. Wir haben einen Geheimvertrag mit Consolidated Mining, damit die Entdeckung nicht durchsickert. Die Funkstille ist ungewöhnlich. Ich schätze, wir können nur hoffen, dass auf Ihrer Seite ein Kommunikationsproblem ist. Es muss irgendwas passiert sein. Niemand würde so einen Auftrag wegen mechanischer Fehler riskieren. Ich wette, dass Infinity LTD die Finger im Spiel hat. Was ist eurer Meinung nach passiert? Wir haben mehrere Theorien. Auf einem neuen Planeten ein neues Element zu minen, ist riskant. Vielleicht eine Umweltgefahr, etwas Mechanisches. Oder Worst-Case-Szenario, Piraten. Söldner. Wir tendieren zu letzterem. Hm.
Ja, wir können nur hoffen, dass auf ihrer Seite keine Kommunikationsprobleme kommen. Unwahrscheinlich. Die Zusammenarbeit hat sich immer bewährt. Das Team war immer extrem kompetent und zuverlässig. Du musst hinfliegen, die Lieferung sichern und sie herbringen, damit Wiener ihren Prototypen fertigstellen kann. Und ich will wissen, was passiert ist. Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, damit es nie wieder passiert. Ich finde heraus, was passiert ist und berge die Lieferung. Wenn sich jemand einmischt, kümmere ich mich darum, dass das Problem gelöst wird. Ihr kriegt diese Rotizidlieferung schneller, als ihr gucken könnt. Rechnet ihr denn damit, dass ich auf starken Widerstand stoße? Ich stelle mal lieber Fragen. Leider ja. Also bereite dich gut vor. Wir haben den Planeten intensiv erforscht. Es sind also höchstwahrscheinlich keine Umweltfaktoren. Und Consolidated Mining hat sehr viel Erfahrung im Aufbau solcher Stationen. Mit reichlich Redundanz, um mechanische Defekte abzufangen. Ich finde heraus, was passiert. Die Station heißt sie im Station RC-1. Sie liegt auf einem Mond namens Carinae 3a im Carinae-System. Leider mussten wir uns von unserem Supply Chain Manager Camden Joe trennen. Und sein Nachfolger arbeitet sich noch ein. Ansonsten hätte ich nützlichere Informationen gehabt. Ja, alles gut, ich komme schon zurecht. Super, dann mache ich mir also irgendeinen Neuling in die Arbeit schwer. Ich habe schon mehr mit weniger erreicht. Warum sollte Camden Joe denn Infos darüber haben? Captain Shaw wurde gefeuert. Was ist passiert? Ich darf keine Details verraten. Firmenrichtlinie. Okay, warum sollte Captain Shaw denn Infos haben? Camden hat unsere Fremdaufträge verwaltet. Er hat die Vereinbarungen mit Consolidated Mining getroffen. Also hatte er Zugang und Wissen, das wir hätten nutzen können. Okay, alles gut, ich komme schon zurecht. Mach dich auf alles gefasst. Wenn du die Lieferung hast, bring sie sofort zu Wiener. Begib dich nach Carinae 3a. Okay, alles klar. Geh lieber zu dem Marcus. Der quatscht einem immer gerne einen Knopf an die Backe. So, dann kommen wir endlich mal von diesem Planeten runter. Immerhin. So, und einen neuen Planeten können wir dann erkunden. Moment mal, oben die Ecke, da stand jetzt nicht mehr hier, dass ich unerlaubt bin. Kann das sein? Ich bin wieder erlaubt überall. Ich glaube, das war wirklich nur während dieser einen Questreihe. Du bist oft da draußen, oder? Nee, ich bin nur manchmal da draußen. So, apropos, wo konnte ich nochmal mein Kopfgeld bezahlen? Wahrscheinlich da hinten. Ich hatte ja ein Kopfgeld bekommen. Nee. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Nee, ich möchte einfach nur mein Kopfgeld bezahlen. So, Cockpit direkt. Irgendwo finde ich doch bestimmt noch was, wo ich das bezahlen kann. So, und abheben. Auf zu den Sternen. Yay. Erreichen den Orbit. So, und diese Richtung. Carinae. Ist aber auch ein weiter Weg. So, und los. Lande bei der CM Station RC1. Da. Da ist es.
Da will ich landen. Landeplatz ist frei. Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen. Oh, ist ein Wüstenplanet. Okay. So, und hier runter. CM Station RC1. Ah, okay, hier brauche ich wirklich Sauerstoff. Ich finde es aber auch interessant, hier so schwarze Steine mit so orangem Sand. Okay, muss sie doch hier unten bleiben. Also hier irgendwo. Hier sind aber keine Toten. Und dann muss ich doch hier rein. Feind eliminieren. Ekliptik. Okay, also doch. Was haben wir hier? Ausstellungspuppe? Achso, Tiefminen. Nee. Ich muss nicht alles sammeln. Stellung halten! Da! Ziel erfasst! Okay. Dessen Sachen nehme ich alle mit. Aber endlich mal wieder ballern. Ausführen. Was haben wir hier? Das war ja nice. Da war irgendwo einer da. Nehmen wir alles mit. Neodym. Argon. Argon nehmen wir auch mal mit. Red Harvest Linsen und eine Zwiebel. Sie? Ich spiele doch hier einen Mann. Oder glaubt er irgendwo hier, ich bin mehrere Personen? Nehmen wir mit. Lithium. Oh. So viele Kristalle. Irgendwo ist hier noch jemand. Also Ekliptik-Söldner waren das, die hier Mist gebaut haben. Ich will da rein. Hallo. Okay, gut, dann gehen wir wieder hier rein. Bautica? Was ist ein Bautica? Da war irgendwas, was Bautica hieß. Noch ein Orion?
Orangensaft. Einfach Orangensaft. Was haben wir hier? Tiefenbohrer. Hier ist leer. Dann müssten die hier sein, irgendwo. Achtung, Feinde! Ziel erfasst! Achso, ich bin am Brennen. Wie viel habe ich noch? Von beidem 15. Okay. Nutz den hier mal. Es ist vorbei. Okay, jetzt muss ich nochmal aufladen. Ist der tot? So. Verbrauchen. Das finde ich gut, dass ich hier direkt so viel verbrauchen kann. Okay, das bringt mir wohl eher wenig. Aber dass hier so viel Essen war, das fand ich jetzt gut. Sportflasche. Was? Was? Synth-Show. Noch mehr Essen. Ja, macht das jetzt keine Gesundheit voll, oder wie? Regeneriert 3 Gesundheit. Ich verbrauche das, aber da passiert nichts. Wegen was Gesundheit angeht. I love space. Oh, wie süß. Mehr. Doch, hier ist noch was. Was? Verzierter Sparta? Starter, achso. So, knacken wir das hier mal. Das ist super, dass der überall reinpasst. Fangen erstmal mit den großen Dingern hier an. Der könnte hier reinpassen. Der könnte dann hier reinpassen, aber rückgängig. Sie wollen einen anderen nehmen. Wenn ich den hatten wir ja genommen gehabt. Der könnte hier reinpassen. Nämlich so. Ah, und dafür der dann auch hier hin. Okay. Perfekt. So. Dann kann der hier hin. Und der dafür da oben hin. So, der könnte dahin. Und
Der könnte hier hin. Der aber nirgendwo hin. Aber der könnte auch nochmal irgendwo hin. Der ist bei den beiden oben und bei den unteren in der Mitte. Dann könnten wir den nehmen und den hier. Der passt hier nirgends. Der passt aber hier noch wo rein. Der könnte da reinpassen. Und hier. Haben wir geknackt. Okay, perfekt. So muss das, so will ich das. Credits. Das benutzen wir. Hier liegt so viel Müll einfach rum. Und hier werden wahrscheinlich die ganzen Ausrüstung von denen, also Uniformen. Ich höre da was. Medipack. So, verbrauchen. Hier ist nichts zum Verbrauchen. Okay. Das verbrauchen. Okay, da ist ein Problem. So, Mine betreten, ja. Finde die Rotizid. Lieferung. Okay, Ekliptik war hier, also eigentlich können wir schon denken, was passiert ist. Schmuggelware. So, okay. Ich fange erstmal mit den großen Dingern hier an. Der könnte hier passen. So. Ich glaube dann der hier. Und der dafür dann nach da oben hin. So, dafür passt. Der passt hier rein. Der könnte aber auch noch hier reinpassen. So. Ja, da haben wir aber jetzt ein kleines Problem. Wo passt der rein? Der könnte da reinpassen. Da wiederum nicht. Habe ich jetzt Mist gebaut? Die passen jetzt allesamt nirgendwo mehr rein. Okay, da habe ich Mist gebaut. Wenn ich den jetzt... Ich gucke nochmal. Den hatten wir vorhin, glaube ich, benutzt. Der könnte hier reinpassen. So, und dafür der dann hier rein.
Könnten wir den nochmal für hier benutzen? Und dann für da oben? Entnommene Organe, gestohlene Kunst. Okay, ganz schön viele Schmuggler waren. Ich hoffe, ich kriege dann, wenn ich in New Atlantis bin oder so, nicht nochmal irgendwie Ärger dafür. So. Da haben wir jemanden. Für Doppelschichten sollten Sie uns auch das Doppelte zahlen. Okay, ich glaube, ich habe keine Wahl, außer mich jetzt durchzuballern. Möglicher Eindringling. Das nehmen wir alles mit. Stirb! Wo ist die Lebensanzeige? Das ist die Seine Lebensanzeige wollte ich jetzt nicht haben. Da. Okay. Und nochmal. Ja, komm raus. Na komm. Komm her. Okay, der hat sich das festgebracht. Okay, was jetzt mit dem? Coachman und Schrotflintenpatronen los. Okay, der schläft. Der schläft aber tief und fest. Der hat noch nicht mal mitbekommen, dass er tot ist. Also so einen tiefen Schlaf hätte ich auch gern. Irgendwie süß. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die alle ihre Augen zu haben, wenn die schlafen. Wenn die tot sind. Hier auch. Augen sind zu. So, wahrscheinlich in die Richtung. So, da kommt gleich noch einer irgendwo.
Ich sehe da auf jeden Fall einen roten Pfeil. Da. Achso, ich trage zu viel. Komm. Oh. Noch einer mehr. Gut, dass keiner das Ding da getroffen hat. So, 8 von 10 Schleichangriffen. Wurde von irgendwas getroffen. Irgendwas nicht so Schönem. So, warte mal. Status. Schutzregeneration. Schutz regeneriert sich. Schutzleistung regeneriert sich. Gefahrengebiet meiden. Vorstehendes Wetter. Achtung, gefährliche Witterungsverhältnisse ziehen auf. Sofort Schutz suchen. Okay. Aber ich habe hier unter Hilfe was Neues. Warte mal. Nicht hier. Das können wir nehmen. Ah, Baudica. Das ist Baudica. Okay, vollfutwürdige Würmer nehmen wir. Milch trinken wir. Räucherlachsfilet. So, und das ist gerade ausgerüstet. Der nächste. Ich finde es gut, dass hier Munition ohne Ende gibt. Der nächste. Weg mit dem. Geschütz MK3. Okay. Der macht mir Probleme. Der hat eine ganz spezielle Waffe. Der ist es. Nee. Wechseln wir mal hier drauf. Das ist seine Waffe. Er ist das Problem. Der war das. Der war das mit dieser einen Waffe. Minimi sowas. Nova Blast? Nova Blast ist so. Sichtkontakt halten! Silas! Beschäftigt sie! Ich wünschte, ich würde die sehen können. Und warum siezen die mich? Ich bin doch ein Mann.
hier, oder? Kann ich das hier irgendwie sehen? Gerade mit Outfit? Ja, ich bin hier eigentlich ein Mann. Da wundert es mich, dass die sie sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier Geschlecht wechseln kann. Okay, das wird hier noch spannend. Ich wechsle wieder hierzu. So, da oben haben wir noch einen. Komm, komm her, Agent. Steh auf. Auf, Agent. Ah, das Ding. Irgendwo ist hier noch einer. Gefunden. So, was haben wir hier noch? Medipack. So, was haben wir hier? Hydraulikklammer. Feuerzeug. Erdzeitiges Feuerzeug. So, Schalter aktivieren. Noch ein Medipack. So, was haben wir hier? Waffenkoffer. Ja, Tiefmine-Outfit. Noch ein Tiefminen. Hier auch nochmal ein Tiefminen. Ach so. Geht schon super los. Alter, was? Gleich Level 2. Warum hat's geruckelt? Gleich Level 52, der Dude. Jetzt ein bisschen länger nach, aber ich sehe nichts. Okay, aber den müssen wir jetzt. Die war was richtig gut. So.
So. Vertragsanweisungen. Okay, komm. Wir looten hier jetzt erstmal einmal. Keine Ahnung, was ich hier alles einsammle, aber ich sammle einfach alles ein. So, was haben wir hier noch? Nachrichten. Erhalte Ryogen Industries, erhalten Consolidating Data Mining. An alle im Carinesis. Dies ist ein Notruf von Consolidated Mining Station RC1 auf Carine 3A. Wir werden angegriffen und benötigen sofortige Unterstützung. So. Ryogen Industries storniert. Rotizid, Gewicht 1,5 Kilo, Status storniert. Hat es Lieferung an Klinik umgeleitet zur HD Dr. Kendrick Lane. Geliefert. Lieferung fehlt das Rotizid. Geliefert. Schwarze Kristalle. Gewicht 2,3 Tonnen. Geliefert. Aha. Lies den Vertrag. So, okay. Wo haben wir den Vertrag? Lizenz, wo ist denn der? Vertragsanweisung. Klient Infinity Ltd. Lukas Drexler. Job Nummer 48201. Standort CM Station RC1. Ziel Rotizidlieferung für Ryogen. Anweisung. Die Rotizidlieferung abfangen, die für Ryogen Industries gedacht ist. Lieferung umleiten zu die Klinik. An Dr. Kendrick Lane, Narium-System, Freestar Collective. Es darf keine Zeugen geben. Okay, begib dich zur Klinik im Narium-System. Ja, dann machen wir das. Ah, hier bin ich jetzt rausgekommen. Okay. Interessant, wie sich das entwickelt. Genau das wollte ich. Ich wollte nur Licht ausmachen. Dann heben wir ab. Auf und davon. Wir sind im Orbit. Ich bin süchtig danach. Ja, da glaube ich. So, auf nach Narium. Ich finde das interessant gerade, wirklich. Okay, dann würde ich aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.